Hallo zusammen, heute möchte ich euch das Shure Harrier 360 Surround Sound USB Gaming Headset vorstellen. Das Gaming Headset hat ein 7 zu 1 Surround Sound integriert, ein seitliches RGB-Licht, was sich hier in diesen Bereichen befindet. Hat ein abnehmbares Mikrofon, was ziemlich cool ist, zeige ich euch gleich. Und dazu hat es noch eine kleine Steuereinheit am Kabel. Es ist also ein kabelgebundenes Headset. Hier ist das gute Stück. Sieht insgesamt sehr gut und durchaus wertig aus. Hier oben haben wir eine ja, schöne Lederoptik oder Kunstleder mit einer schönen Ziernaht dran. Es ist wie gewohnt verstellbar. Links, rechts, alles dran. Hier haben wir das Kabel, die Steuereinheit. Kann man das Mikrofon ausschalten, Lautstärke regeln. Oder hier auch das RGB-Licht ein- und ausschalten. Es ist ein USB-Headset oder ein USB-Kopfhörer und emuliert im Endeffekt eine Soundkarte oder hat eine integrierte Soundkarte, wie auch immer. Ziemlich praktisch, dass man nicht mehr alles über Klinke machen muss. Hier kommt das kleine abnehmbare Mikrofon. Also man kann sich entscheiden, ob man es nutzen möchte oder nicht. Das wird hier einfach seitlich in den Kopfhörer reingesteckt. Mal schauen, wo ist die Nut? Hier ist eine Nut. Sieht man das? Ja. So, reinstecken. Zack. Sitzt fest. Kann man verbiegen, wie man möchte, über den Schwanenhals. Aufnahmequalität ist super. Soundqualität ist auch mega. Und was auch sehr schön ist, der Innenteil ist sehr, sehr weich. Trägt sich wirklich gut. Ist auch nicht zu eng. Und wie gesagt, die Soundqualität ist echt, also für meine Verhältnisse ist sie top. Ich kann mich nicht beklagen. Es sind satte Bässe mit drin, schöne Mitteltöne und auch Hochtöne dabei. Kann man auch durchaus sehr gut mit Filme schauen. Von daher, ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich muss mal schauen, ob ich das Headset hier noch aktivieren kann. Also man kann es auch super mit einem Adapter, der leider nicht dabei ist, mit seinem Smartphone verbinden. Das muss ich mal kurz tun. Zack, rein. Na, komm schon. Will nicht. Ach, mit einer Hand ist das friemelig. So, und hier ist auch gleich noch das RGB-Licht. Das RGB-Licht ist fix. Ich weiß nicht, ich glaube, es wabert so ein bisschen hin und her. Steuern kann man es nicht. Man kann es aber, wie gesagt, per Controller ausschalten. Sorry, hier ist einfach zu viel Kabel. Zack und aus die Maus. Ja, wie gesagt, also per USB-C-Adapter kann man das Ganze auch direkt mit dem Smartphone verbinden. Mikrofon funktioniert damit auch. Also ich bin sehr zufrieden und ja, für knapp 50 Euro oder ein bisschen mehr als 50 Euro ist das absolut super, kann ich nur empfehlen. Von daher wünsche ich euch allen viel Spaß beim Testen, Ausprobieren und genießt den Sound.